Bei dem einen könnte vielleicht der Hausbau nun zum Fiasko werden, bei anderen brechen die Aufträge weg. Handwerk und Baugewerbe sind vergleichsweise stabil durch die Corona-Zeit gekommen. Doch sie bekommen es jetzt mit ganz anderen Schwierigkeiten zu tun. Dämmmaterialien, Stahlbleche, Folien, alles wird rar. Die Baubranche hat mit Lieferengpässen und explodierenden Preisen zu kämpfen, wie schon lange nicht mehr. Carsten Zumark mit einem Beispiel aus Kloster Lenin. Wo gefräst und gesägt wird, scheint die Welt noch in Ordnung für einen Metallbetrieb wie den von Oliver Windeck. Von Corona-Krise hier keine Spur, die Auftragsbücher voll, die 130 Mitarbeiter gut beschäftigt. Fassaden für Bürobauten werden hier produziert. Solche Aluminiumprofile sind dafür nötig, doch die Lieferanten erhöhen gerade reihenweise ihre Preise. Natürlich, die Ursache Corona ist so mal ein bisschen leicht gesagt jetzt in letzter Zeit. Natürlich wird auch der Abkauf des chinesischen Marktes, sage ich mal, ins Feld geführt. Bis hin zu, der Tanker im Suezkanal liegt schief oder die Mars-Venus-Konstellation ist schief. Ein Tick Galgenhumor als Antwort auf die Preiserhöhungen. Doch natürlich greifen hier auch die Gesetze der Marktwirtschaft. Denn solche Materialien sind inzwischen sehr knapp und wenn eben das Angebot schrumpft, steigen die Preise. Das spürt auch das Baugewerbe. Branchenverbände beklagen, seit September habe sich Holz um 15-20% verteuert, Betonstahl um 30, Dämmstoffe wie Styropor sogar um bis zu 50%. Und auch die Preise für Aluminium, die der Metallverarbeitungsbetrieb aus Kloster Lenin in solchen Häuserfassaden verbaut, ziehen kräftig an. Das Dilemma, 1:1 an die Kunden weitergeben, kann das Unternehmen dies nicht. Nein, die Verträge, die wir mit unseren Kunden geschlossen haben, mit den großen Baufirmen, die sind im vergangenen Jahr geschlossen worden, die sind Anfang des Jahres geschlossen worden. Die Einkäufe dafür werden auch erst im Juni beginnen können zum großen Teil. Und Preisgleitklauseln wie im Rohbau, im Stahl gibt es bei uns nicht. Nachträglich also kann der Metallbetrieb seine eigenen Preise nicht ändern, muss aber selbst mehr für das Baumaterial bezahlen. Das könnte das Unternehmen am Ende bis zu 100.000 Euro kosten. Gut nur, dass sie hier trotz Corona gut im Geschäft geblieben sind.